Der Club. NASA betreibt auf dem Mars einen Kindersklavering. Was macht sie attraktiv und ab wann wäre es gefährlich? Bei mir ist der Roger Elisabeth Bruno, der Hugo ist da, Stefan Zibil, Roger Schawinski. Also vor etwa anderthalb Jahren war ich in einer Arena-Sendung und man hat mich also beschuldigt und plötzlich bin ich aufmerksam geworden, da ist etwas Grösseres da. Das ist etwas, was ich bisher noch nicht beachtet habe. Und dann angefangen zu recherchieren und bin dann selber schockiert gewesen, zum Teil und überrascht, was da alles vorgekommen ist. Ich bin einfach durchgeknallt. Ja, es gibt eben auch durchgeknallt in dieser Gruppe. Ja. Jetzt kommt dann der CIA mit Helikopter und wird mich da abholen etc. Ich meine, das Größte, was ein Narzisst erreichen kann, ist, wenn ich sagen kann, ich werde mich selber begnadigen. Hm. Also das ist also das Ultimative. Und auf diese Art und Weise kann er einfach das ganze System außer Kraft setzen, das man Demokratie nennt. Sie sind überfordert, die komplexe Welt bringen sie nicht mehr zusammen. Sie fühlen sich abgehängt, sie kommen nicht mehr raus, sie sind verunsichert. Und dann kommt das, die Realität, die du erlebst, das ist rein virtuell. Sondern die wahre Realität, die ist dahinter. Und da stecken Manipulatoren, die die ganze Menschheit ins Chaos hineinstürzen, damit sie einfacher die Macht ankommen. Und das ist die Realität. Und wenn du weißt, das Geheimnis hindurch, dann kannst du alles verstehen. Das ist nichts anderes als ein ökonomisches Problem. Frau Birkenmeier, bleiben Sie schon mal. Das ist schon. Genau. Aber fertig reden. Ja, da können wir dann noch. Nein, wenn Sie das in den Raum stellen, was? Beim 11. September. Ich habe es gewusst. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir beim 11. September. Wir kommen auf den 11. September noch detailliert zurück. Bleiben wir jetzt mal bei dem. Was braucht es, dass so etwas funktioniert? Aber ich glaube, Sie haben ja schon einiges gesagt. Für mich. Gut. Für meine Haltung akzeptiere ich das Wort einfach nicht mehr. Ja, gut, okay. Das ist gut, wenn wir so stehen. Ja, wir haben Sie eingeladen, weil wir Ihre Meinung hören wollen. Genau. Ist klar, ich will gleich noch mal auf die Frage zurückkommen. Was braucht es, dass so etwas funktioniert? Es gibt irgendwo eine Gruppe, die das steuert. Das sind historisch gesehen immer die Juden. Ja, und die haben das von hinten her gesteuert. Wenn ich das doch schnell sagen darf, das ist, also wir nennen das auch Komplexitätsreduktion. Okay. Und ich glaube, das ist jetzt das Problem. Moment, jetzt jetzt beschuldigen wir uns gegenseitig. Nein, wir beschuldigen uns, wir sind jetzt am Diskutieren. Das ist mir zu wenig. Da muss man mehr. Es braucht wissenschaftliche, historische Fakten, auf denen können wir aufbauen. Ein Moment, Herr Stamm, Herr Scher, Sie werden es gerade sehen. Nein, ich wollte sagen, gerade bei dem. Ja, aber ich meine, woher haben wir überhaupt Wissen? Woher haben wir Fakten? Das ist aus den seriösen Medien. Die das ist nicht und dort haben die alles Wissen. Sie haben mich vorher auch unterbrochen. Ich lasse mich gerne. Alles Wissen, was Sie haben auf dieser Erde, kommt irgendwo von den Medien her. Und es sind nun tatsächlich die seriösen Medien, die Fakten zum Hut auszaubern. Wir stützen uns auch auf historisch-wissenschaftliche Fakten. Quasi die Juden, die die geheime Weltmacht anstreben. Das ist unsere offizielle Haltung. Ich wollte noch sagen, man muss natürlich weitergehen. Das sind Brunnenvergifter. Und auf dem haben sie es natürlich geschafft und mit dem ganze Terrorherrschaft dann begründet. Das ist alles dokumentiert seit Jahrzehnten. Weit hinten dran, böse Macht, mächtige Macht, oder? Oder? Du bist ja näher dabei gewesen. Bist vielleicht auch manchmal fast mit einem halben Ärmel drin gewesen, oder? Nein. Gefährlich. Richtig gefährlich. Also ich denke, solange das eine persönliche Fantasie ist, solange das eine kleine Gruppe an Menschen miteinander verschweißt, also so eine Gruppe ausgrenzt wird. Ne? Also für mich wird es viel, viel früher gefährlich. Ja, für mich auch. Ja. Weil das ist alles schon gesteuert von dieser geheimen Weltmacht hindurch. Also meine, wie kann man sonst glauben, dass Das ist schändlich. Das heisst, Sie sind Ähnlichkeitsproblem. Aber da möchte ich Sie also auch ansprechen. Sie haben gesagt, mein Buch sei sehr oberflächlich, weil das sehr schnell geschrieben worden ist. Wieso haben Sie das gesagt? Aber das Buch habe ich vorher geschrieben, das letzte Jahr. Und das andere habe ich dann aus Aktualitätsgründen dazwischen geschoben. Und Sie haben das als Argument genommen, es sei oberflächlich. Das ist Meiner Meinung nach ganz miese Art von öffentlicher Darstellung. Gehen wir weiter. Sie sind. Wir kommen jetzt zu einer. Aber so arbeiten die. Nein, aber das Spannende ist doch der intellektuelle Zweifel, den man doch zulassen darf.
wo man auch muss zuhören muss. Und man kann doch selber unterscheiden, wo fährt der Wahn an und wo fährt der Berechnung. Nein, das kann man nicht unterscheiden. Sorry. In den Wahn hineinrutscht man. Ich traue mich das zu. Ja. Ich rutsche gar nicht aneinander. Sondern ich bin ganz bei mir. Und ich traue mir zu, dort zu unterscheiden, wo fährt der Wahn an und wo nicht. Sorry, das lasse ich mir nicht nehmen. Also wirklich, mal, Sie sagen, Sie trauen sich das zu. Schauen wir doch mal sein Ereignis an in der neuesten Geschichte. Das Zweite, was ich noch was sagen wollte. Ja, sagen Sie das noch. Ich bin ziemlich alt schon, 64. Lassen wir so stehen. Ja, wir haben Sie eingeladen, weil wir Ihre Meinung hören wollen. Genau. Ist klar. Das ist ein bisschen verwirrt. Gehen wir jetzt, machen wir einen Bruch, gehen wir weiter. Sie haben die Webseite ja dann gegründet. Würden Sie das heute auch noch machen? Ja. Entschuldigung, Sie haben vorher geredet, das würde ich auch gerne. Voll. Nein! Jawohl! Nein. Es muss ja irgendeine Plausibilität. Also, okay. Sie müssen eine Plausibilität haben. Ist Plausibilität! Also. Aber bin ich rausgefallen. Aber dann können wir doch schnell, gehen wir da einen Schritt weiter und sagen, 9-11 ist ein Insider-Job. Ja. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Aber also, das nur, dass ich das noch sagen darf. Jetzt hat man das Geheimnis durchschaut, das dahinter der Welt steckt. Man weiss jetzt mehr als die anderen. Man weiss mehr als die anderen, die vorher vielleicht nicht so viel gewusst haben. Es geht eigentlich fast ins Metaphysische rein. Noch und noch. So, das war's. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben, weil damit zeigen Sie ganz klar, in Zukunft werden ganz andere Intelligenzen auf die Welt kommen. Es werden ganz andere Intelligenzen auch gefragt sein. Nämlich Freidenker, Freiseher, Selberforscher. Und das ist eine riesige Community, die es gibt. Tatsächlich. Eine riesige Gruppe von Leuten haben Zweifel. Und das sind nicht nur die Verfolgungswarnungen. Zweifel habe ich auch. Zweifel habe ich jeden Tag. Sagt, mein Leben ein wichtiges Thema. Ich wollte noch sagen, man muss natürlich weitergehen. Das sind Brunnenvergifter. Und dann habe ich gesagt, drücke ich ab. Oder? In der NZZ, der ganze Seite, haben wir das abgedruckt. Eigentlich eine Vororientierung. Nachher kommen sie aus der Auslandredaktion. Bruno, was hast du da gemacht? Grauenvoll. Ich finde das schändlich, ja, wenn man sich in vier Opfer holen will. Also, schändlich. Jetzt möchte ich weitergehen. Ja. Also ich würde gerne, versuchen, auch etwas vernünftiger wieder zu werden. Und, Sie sind jetzt alle sehr aufgeregt. Das ist spannend. Ja, ich sage Emotionen im Schweizer Fernsehen ist auch nicht so schlimm. Okay. Okay. Jetzt möchte ich aber auch drei Sätze sagen dürfen. Da gibt es böse Leute und wir müssen herausfinden, warum es die gibt und was die tun. Also wir die Gemeinsamkeit schaffen. Jetzt würde ich wieder auf eine Metaebene kommen. Wir reden ja eigentlich, wir versuchen ja heute Abend auf dieser Metaebene uns darüber zu unterhalten, warum. Und vor allem man sieht natürlich eine Macht und man hat ein gesundes Misstrauen gegenüber Macht. Das würde ich sehr unterstützen. Ich meine, all die Videospiele, die haben auch etwas von dem Vorwärtsgehen, dahinter schauen, suchen. Und dann gibt es eben, was ich am Anfang gesagt habe, auch die ganz Durchgeknallten und die Zyniker, die das einfach vorwärts treiben. Eben, die einen machen es in Hollywood, ist klar, um unsere Demokratie zu unterminieren, ist ganz klar. Für sie ist das hervorragend. Die Migration, das ist, haben Sie nicht das Gefühl, das ist doch alles gesteuert durch eine grössere Hand. Von Soros? Ja. Zum Beispiel, oder? Da können wir uns immer wieder bei den jüdischen Männern. Ja. Also ich bin überzeugt, dass das Gewaltpotenzial enorm ist in diesen Kreis. Die sind derart aufgeregt. Sie fühlen sich so in Ecken hineingedrängt. Die kommen immer zu verrückteren Vorstellungen. Wenn jetzt einer kommt. Ach, kannst du immer schreien. Und wenn einer kommt und der Hass mag schüren, und das ist so weit in unserer Gesellschaft hinein, das sind so. Das wuchert und es nimmt permanent zu. Der Holger, wäre mal lustig, das auszuprüfen. Ja, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen realen Ereignissen und absoluten Spinnerei. Nein, aber das, warum unterscheiden Sie nicht? Ja, man muss, ich unterscheide sehr wohl. Und es immer mehr abtrifft. Und es ist ja, die sozialen Medien sind heute die riesige Gefahr. Ja. Ich meine, ich habe in Büchern vor 20 Jahren schon von dank dem Internet. Herr Stamm, Sie warnen, Sie machen sich Sorgen vor dem Abdriften. In der Szene, Frau Birkenmeier, Sie sind eine Steiner Schülerin. Sind Sie das? Erstens mal kann ich sagen, nur okay. Wir haben einen Ausschnitt aus Ihrem Programm parat gemacht. Wir schauen uns an, wie das Ausgesetzprogramm heisst, am Anschlag. Wir sind die Kompetenten, denn endlich sind wir qua. Wir sind jetzt qualifiziert. Wir haben jetzt viele Qualifikationen und stehen viel besser da.
Frau Birkenmeier, Sie sagen, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Ist das jetzt völlig überspitzt? Oder sehen Sie das auch so aus, also, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen? Nur okay. Woher kommt dann das Misstrauen gegen die Mainstream-Medien? Das Misstrauen? Mhm. Das habe ich schon lange. Und zwar, ich erlebe eigentlich unsere Welt immer mehr wie eine große Familie, wo es einen bestimmten Konflikt auf allen Gebieten gibt. Das heisst, die sogenannte Behauptung nach Wissenschaftlichkeit ist mir suspekt. Mir ist suspekt, zum Beispiel Worte und Politik. Politik und Worte, das passt irgendwie gar nicht zusammen für mich. Ich behaupte nicht, ich habe die Worte. Aber ich nehme mir das Recht raus, als Bürger selber meine Eindrücke mit denen zu leben. Das ist das Einzige, was uns heute bleibt. Mit meinen Eindrücken, die ich lese, die ich höre, die ich sehe. Ich nehme sie als Menschen jetzt wahr. Und ich habe mehr Affinität hier und mehr dort und dort weniger. Und das darf ich mir doch machen. Können Sie mir einen Artikel sagen, den Sie in letzter Zeit gelesen haben? Bitte nennen Sie mir Artikel oder Autoren oder was Sie in letzter Zeit gelesen haben. Also ich weiß jetzt, ich habe das nicht. Ich habe jetzt zügelt seit 3 Wochen. Also glauben Sie, ich bin im Garten gewesen, im Chaos. Ich aber wenn Sie NZZ und BAZ lesen, dann ich habe losgelöst. Ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Der wichtige Punkt ist doch einfach, was Sie sagen wegen Wissenschaftlichkeit. Da bin ich gar nicht einverstanden. Wissenschaft ist die Basis von unserem da, also von unserer. Ja, das Mut, das ist einfach. Aber bin ich daraus gefallen? Aber dann können wir doch schnell, gehen wir da einen Schritt weiter. Nein, das ist das Gefährliche. Nein, so ein Durcheinander. Okay, dann aufgetischt wird. Ich will Sie sich doch einmal beschäftigen mit dem. Nicht, wenn Sie 3 Wochen im Garten sind, tun Sie doch mal zwischen Ihnen etwas. Herr Winski, gut, jetzt, neue Beleidigung. Darf ich da schon abbrechen? Ich will eigentlich zurückkommen. Sind Sie daheim? Ich will auf das Misstrauen, von Misstrauen geht und somit auch von der Fragmentierung der Gesellschaft, die Sie angesprochen haben. Geht die weiter, macht Ihnen das Sorgen? Ja, plötzlich bin ich ein Geheimnisträger. Mhm. Plötzlich habe ich eine Bedeutung und keine kongruente Argumentation. Ja, aber das nicht. Also, Herr Scher, jetzt wird jetzt doch immer glaube ich immer so können wir jetzt weiter. Es macht doch keinen Spass, darauf rumzuhauen. Wir wissen doch, dass es dumme Teile gibt. Das habe ich jetzt gerade abgebrochen. Schwierige Sachen. Ich werde jetzt noch verbunden gehören zu der Fragmentierung der Gesellschaft. Ja, wieder so zu, was sage ich zusammenzufügen. Und wie kann man dann das erreichen? Wie kann man Sachen eben wieder zusammenführen? Wie kann man den Glauben wieder stärken? Das ist genau unser Problem. Also nicht unser Problem, sondern das. Und das wäre ein gemeinsames Gespräch, was wir miteinander verhören. Das haben wir ja jetzt heute Abend gemacht. Ein gemeinsames Gespräch am Anfang, wieder gemeinsame verschiedene Positionen zu haben, wieder gemeinsame Räume schaffen, Vertrauen herstellen. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Nächste Woche ist Literaturclub. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.